Hallo Menschen, heute geht es um die im Mai gelesenen Bücher. Was ich letzten Monat schon getan habe, aber vergessen habe zu erwähnen, ich verlinke euch jetzt unten in der Infobox immer den Zeitpunkt, an dem ich über ein bestimmtes Buch rede, sodass ihr dann auch nur zu einem speziellen Roman springen könnt, falls ihr euch nur für ein was interessiert. Und dann geht's auch schon los. Der Monat startete mit Jeder stirbt für sich allein von Hans Fallada, was ich zusammen mit Verstand gelesen habe. Und wir haben auch beide eine Einzelrezension dazu hochgeladen, wo wir halt über viele Dinge noch etwas detaillierter sprechen. Für dieses Video jetzt nur ganz kurz gefasst, es handelt sich um ein Buch über den Widerstand der kleinen Leute während der NS-Zeit. Und speziell folgen wir einem älteren Ehepaar, dessen Sohn im Zweiten Weltkrieg gestorben ist, woraufhin sie beginnen, so mit Botschaften versehene Postkarten in Bürogebäude auszulegen, worin sie eben zum Widerstand aufrufen oder das System kritisieren. Und das gefiel mir sehr gut. Wer dann halt genauer wissen möchte, warum das zu einem Höhepunkt meines bisherigen Lesejahrs wurde, der kann ja dann die Einzelrezension schauen. Danach brauchte ich erstmal etwas anderes und Anfang Mai war ja auch der Gratis-Comic-Tag, wo ich mir so drei kleine Heftchen mitgenommen habe. Ich kann gleich sagen, von Access, was so eine Mischung aus Avengers und X-Men ist, war ich relativ enttäuscht. Das ist so ganz klischeehaftes amerikanisches Superhelden Comic-Zeug, also auch die Zeichen, vor allem die Zeichnungen gefielen mir nicht sehr gut und deswegen werde ich mir das auch definitiv nicht kaufen dann. Mein Überraschungserfolg dieser Aktion war Love, der Fuchs, was ich ursprünglich gar nicht mitnehmen wollte und dann haben mich aber die Zeichnungen doch überzeugt. Ich möchte euch das mal zeigen, das sind unglaublich atmosphärische, schöne Bilder, immer eine ganz, ganz tolle Farbgebung meiner Meinung nach. Und freundlicherweise hat sich eine Kollegin diese zwei Bücher, also Love der Fuchs und Love der Löwe, dann auch gekauft, sodass ich dann halt auch das komplette Comic habe lesen können. Und wie ihr hier schon seht, es gibt keinerlei Sprechblasen, es ist wirklich eher so eine Art Comic-Dokumentation. Wir folgen immer einem bestimmten Tier, aber erfahren noch etwas über das Ökosystem drumherum und ist eben also wirklich realistisch gezeichnet und auch realistisch gemeint. Es ist einfach nur das Tier, also es ist jetzt nicht irgendwie vermenschlicht, naja, vielleicht ein bisschen, aber es redet nicht, es feiert keine Geburtstagsfeiern oder sowas, sondern es ist wirklich nur das Tier in seiner natürlichen Umgebung. Und ebenfalls positiv nahm ich Die Schöne und das Biest auf, eine Neuerzählung, wo mir vor allem, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen seltsames Detail, was mir da aufgefallen ist, aber ich liebe es, wie Haare in diesem Comic gezeichnet werden und natürlich auch das Biest, es hat so eine düstere, große Rüstung an und allgemein ist das Ganze halt als Neuerzählung recht düster gehalten, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und noch ein zweites Bild für euch. Die großformatigen Zeichnungen sind wirklich, wirklich schön. Und hier denke ich, dass ich mir doch nochmal irgendwann den ganzen Comic dazu kaufen werde. Es ging in dieselbe Richtung weiter, nämlich mit Deadpool. Das hier ist der zweite Teil der Complete Collection von Daniel Way. Und von dem war ich eher enttäuscht. Ich muss dazu sagen, ihr wisst, dass ich Comics mag. Es gibt auch unglaublich gute, tiefgehende Comics. Deadpool gehört nicht dazu. Es ist halt wirklich rein zur Unterhaltung. Er ist lustig, wird aber auch schnell albern. Und das ist so das, was man vielleicht als Guilty Pleasure bezeichnen könnte, auch wenn ich mich da nicht guilty fühle. Trotzdem hat mir hier halt gefehlt, dass Deadpool immer mit sich selbst eigentlich redet in Sprechblasen. Das ist halt einer seiner Markenzeichen und dass er immer die vierte Wand bricht. Das kam mir hier zu selten vor. Und dazu kommt noch, Deadpool ist halt eine der Reihen, wo der Zeichner unglaublich oft wechselt. Und so kommt es hier, dass ich halt nur einen Zeichner ganz nett fand. Die anderen eher so okay und einen sogar richtig, richtig schlecht. Und dann eigentlich das größte Manko, dazu muss ich vorher nochmal sagen, ich weiß, dass Deadpool sich nicht ernst nimmt und auch keine ernsten Themen vermitteln möchte, aber die Art und Weise, wie Brüste oder allgemein Frauen in diesem Comic dargestellt wurden, ging mir unglaublich auf die Nerven. Es versteht mich nicht falsch, ich mag Busen, ich finde das sehr, sehr hübsch, aber ich mag auch anatomische Korrektheit oder halt Krankenschwestern, die nicht mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel rumrennen und das war halt unglaublich unschön für mich. Und um euch das näher zu zeigen, kommt hier eine kleine Compilation an Busen in diesem Comic. Und das hat mir das Ganze nicht wirklich sympathisch gemacht. Allgemein bin ich am Überlegen so ein bisschen, ob ich vielleicht doch mal eine andere Deadpool-Reihe anfange, weil mir das wirklich dieses Mal so auf die Nerven ging. Ich muss mal schauen, wie es weitergeht. Ich mag Deadpool an sich schon, aber das hat mir das Ganze ein bisschen unsympathisch gemacht.
Dann ging es weiter mit Das Jahr der Flut von Margaret Atwood. Das ist der zweite Teil der Mad-Adam-Trilogie und fällt somit in den Bereich postapokalyptisch. Wir folgen hier neuen Protagonisten, erfahren aber auch am Rande etwas über die Charaktere aus Teil 1. Und die titelgebende sogenannte wasserlose Flut entspricht eigentlich dem zentralen Ereignis in Teil 1, was eben dafür sorgt, dass wir uns nun in einer postapokalyptischen Welt befinden. Das Ganze wird aber auf zwei Zeitebenen erzählt, sodass wir halt vorher und nachher etwas erfahren. Ich mochte diesen Teil nicht so sehr wie Oryx und Craig, was der erste ist. Und ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass wir uns hier sehr, sehr viel im Bereich einer religiösen Sekte mit dem Namen die Gottesgärtner aufhalten, deren Hauptziel eigentlich die Verbreitung einer vegetarischen Lebensweise ist, wogegen ich ja überhaupt nichts habe, aber sie tun das auf eine so unglaublich nervige Messias-Art und dann auch mit so einem arroganten sich selbst besser fühlen, dass mir das halt ziemlich schnell sauer aufstieß. Also ich finde es zwar manchmal interessant, über religiöse Bewegungen zu lesen, aber hier war es dann doch recht aufdringlich. Und das Schöne ist, dass unsere zwei Protagonistinnen eigentlich nur aus anderen Gründen bei dieser Sekte sind und nicht wirklich aus Überzeugung, sondern weil sie halt vor etwas anderem fliehen mussten oder so. Das heißt, es wird ein bisschen ausgeglichen, aber es beginnt zum Beispiel auch jedes Kapitel mit so einer Art Predigt vom Adam 1, wie er sich nennt. Und daran hört ihr auch irgendwie schon, es ist halt alles so. Also jede Handlung wird halt auch religiös aufgeladen und das war nicht so meins. Ich muss auch zugeben, anfangs war es so ein bisschen verwirrend, was daran liegt, dass die Zeitangabe, die uns am Anfang jedes Kapitels gegeben wird, halt nicht für das ganze Kapitel zählt. Und ich meine, so ab einem Fünftel des Buches versteht man das ja dann schon, aber ganz, ganz am Anfang denkt man sich so, okay, warum macht die jetzt das und das? Ich dachte, wir befinden uns jetzt in der und der Zeit und ja, das hat halt ein Stück gedauert, bis ich da reingekommen bin. Mir persönlich war auch der Fokus auf die Zeit vor dem Ereignis etwas zu stark. Was aber, glaube ich, wieder mit dieser Sekte zusammenhängt. Denn im ersten Teil hat mich das nicht gestört. Da befinden wir uns aber eher in so einem Wissenschaftlerbereich. Und das ist, glaube ich, auch mein Problem, was ich mit dem ganzen Buch habe. Es funktioniert als ein zweiter Teil einer Serie für mich nicht sehr gut. Wir haben im ersten Teil durch diese ganzen Wissenschaftler viel, viel mehr Erklärungen für die ganzen Ereignisse bekommen als hier mit dieser religiösen Sekte, die Dem folgte dann ein weiterer Little Black Classic, nämlich diesmal von John Keats. Und hier musste ich wiederholt feststellen, dass ich anscheinend doch kein Fan von langen, erzählenden Gedichten mit Handlung bin. Also ich glaube, ich mag Lyrik halt doch mehr, wenn sie Emotionen hervorruft. Und für Handlungen bevorzuge ich eben die Form des Romans oder des Dramas. Und insofern war das hier nicht so ganz was für mich. Dazu kommt auch noch, dass ich die Form des Reimes und des Metrums hier extrem bemüht fand. Also John Keats macht es ganz oft, dass man Wörter anders aussprechen muss als normalerweise, damit sie in das Reimschema passen. Bestes Beispiel, ein Vers endete mal auf "said" und das nächste war aber eine Simple Past Form, also zum Beispiel "kicked". Und damit sich das reimt, hat er halt das "ed" mit so einem kleinen Akzent versehen, damit man dann halt "kicked" sagt und damit sich dann "said" auf "kicked" reimt. Und das war ganz, ganz oft so, dass man halt Dinge anders aussprechen musste, nur damit es da reinpasst. Und das ist einfach nicht so meine Art und Weise. Also ich bin ganz froh, dass ich mal gelesen habe. Falls ich nochmal John Keats lesen werde, versuche ich es, glaube ich, mal in der deutschen Übersetzung. Ich will ihm jetzt auch nicht sagen, ach, John Keats ist ein schlechter Dichter, aber es war irgendwie nicht so für mich. Auch der Inhalt der Gedichte, wie gesagt, es war halt nur eine Erzählung, hat mir nichts gegeben. Dann folgte mal wieder ein Amelie-Nothomb-Roman, nämlich Böses Mädchen. Das war okay. Es geht hier um die Freundschaft zwischen Blanche und Christa, die auch deutsche Vorfahren hat, wobei diese Beziehung von Blanches Seite her wirklich auf Bewunderung beruht. Also Christa ist halt so das schöne, extrovertierte Mädchen, was alle im Jahrgang lieben. Und schnell wird aber deutlich, dass eben Christa das Ganze einfach nur ausnutzt. Also sie ist extrem arrogant, beleidigt Blanche eigentlich immer wieder und lockt sie dann doch wieder so zu sich her, schmeichelt sich auch bei ihren Eltern ein und zieht dann sogar bei Blanche ein, vertreibt sie aus ihrem
Bett, aus ihrem Zimmer mehr oder weniger und eigentlich aus ihrer Familie, muss man sagen. Die beiden sind 16 Jahre alt, schon an der Universität, also sowieso schon so ein bisschen eine Außenseiterrolle und das Ganze beschreibt halt ein unglaublich asymmetrisches Machtgefälle, kann man sagen. Jetzt ist es ja so, dass jugendliche Protagonisten nicht bedeutet, dass das Ganze ein Jugendbuch ist. Jedoch muss ich sagen, als ein erwachsener Leser, der vielleicht auch nur ein Minimum an Lebenserfahrung hat und Menschenkenntnis und vielleicht auch schon ein bisschen Selbstwertgefühl aufgebaut hat, kann man der ganzen Geschichte nicht mehr so viel entnehmen. Also selbstverständlich gibt es solche Beziehungen wirklich, aber eigentlich wollte ich beim ganzen Lesen immer nur Blanche nehmen und schütteln und rütteln und sie fragen, warum führst du diese Beziehung weiter? Bricht es doch ab. Und wenn du mit jemandem darüber redest, was Christa denn alles so macht und wie sie andere Leute manipuliert, dann drück dich bitte besser aus und erklär dich besser, weil ihre Eltern winken das immer nur so ab. Ach, was erzählst du denn? Und sie müsste das einfach nur besser und ordentlich erklären und ein paar Beweise sammeln oder sowas. Und es ist einfach so eine Spirale, aus der man meiner Meinung nach leichter ausbrechen könnte, als es in diesem Buch halt geschehen ist. Und das, was ich halt sonst bei Amélie Nothomb so mag, nämlich dass sie Nuancen in den Beziehungen zwischen Menschen beschreibt oder auch so psychologische Besonderheiten, das kommt hier leider nicht so gut vor. Also es gibt auch eigentlich nur Schwarz und Weiß, es gibt keine Zwischenstufen. Also definitiv schon ein paar gute Stellen, das war jetzt kein schlechter Roman, aber auch nicht so gut, wie ich es von Amélie Nothomb gewohnt bin. Dem folgte ein weiteres eher kurzes Büchlein, Der Russe ist einer, der Birken liebt, von Olga Krasnova. Auch dazu lud ich eine Einzelrezension nach oben, weil mir der Roman sehr, sehr gut gefallen hat. Wir folgen hier der jungen Frau Mascha, die ursprünglich aus Aserbaidschan kommt und mit ihren Eltern dort vor den Bürgerkriegszuständen floh. Und das Schöne ist aber, dass das Ganze halt unglaublich viele Kulturen und verschiedene Herkünfte behandelt. Die Menschen haben alle eine tolle Persönlichkeit, sind nie nur Klischeebilder und alles Weitere würde ich euch dann in der Einzelrezension erklären. Danach las ich dann Theo. Hier folgen wir in Ich-Perspektive einem 8-jährigen Jungen, dessen Eltern sich aktuell nicht mehr sehr gut verstehen, auch stark auf eine Scheidung hinleben. Theo möchte das verhindern und die beiden wieder glücklich machen, was er halt als so eine ganz große, wichtige Sache ansieht. Und weil er in einem Comic gelesen hat, dass Napoleon alle großen, wichtigen Schlachten gewonnen hat, möchte er mit Napoleon reden, um Hilfe zu bekommen, wie er seine Eltern halt wieder glücklich machen kann. Und da Napoleon bekanntermaßen tot ist, muss auch Theo sterben, um mit ihm reden zu können. Das ist die Prämisse des Buches und daraufhin beginnt er halt, sich überhaupt mal mit dem Thema Jenseits zu beschäftigen. Was passiert denn, wenn wir sterben? Wo kommt man hin? Gibt es überhaupt ein Jenseits? Und was bedeutet Gut und Böse? Und so weiter und so fort. Jetzt finde ich, dass Bücher mit kindlichen Protagonisten, die keine Kinderbücher sind, entweder sehr, sehr gut und interessante Winkel haben können, wie zum Beispiel der Junge im gestreiften Pyjama, oder sehr, sehr schnell nervig werden können. Und Theo gehört leider nicht in die erste Kategorie. Ich muss zugeben, dass mich eher Kleinigkeiten an diesem Roman störten, aber es waren so viele Kleinigkeiten, dass ich sie dann einfach nicht mehr ignorieren konnte und mir das Ganze halt recht unsympathisch wurde. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Theos Familie ist zum Beispiel katholisch. Sie haben vielleicht den Glauben nicht so richtig in ihrem Leben integriert, aber sie gehen jeden Sonntag in die Kirche und Theo auch. Und trotzdem hat er noch nie, nie von den 10 Geboten gehört. Und das kann auch für einen 8-jährigen Jungen nicht sein. Also ich weiß nicht, wie die Messe in Italien abläuft, aber er sitzt auch immer neben seiner Mutter. Das heißt, selbst wenn er erst so ein Jahr lang, also von 7 bis 8, hat man doch schon so ein bisschen Verstand. Und in einem Jahr, in einem Kirchenjahr, müssen definitiv die 10 Gebote mal vorkommen. Und er hat davon noch nie etwas gehört. Auch so Sachen wie das Prinzip, dass Gott eben unsichtbar ist, aber trotzdem allgegenwärtig, dass ein Kind das vielleicht noch nicht versteht. Okay. Aber Theo hat halt noch nie mal davon gehört, obwohl er halt jeden Abend betet. Und da müsste er merken, er redet gerade mit Gott, obwohl er ihn nicht anfassen kann. Also muss er das doch schon mal so ansatzweise gehört haben irgendwie. Also ganz, ganz oft kam bei mir so Gedanken auf wie, okay, er ist ein Kind, aber Kinder sind ja eigentlich nicht blöde und so naiv wie hier dargestellt. Dazu kommt halt noch die Gesamtsituation. Ich verstehe absolut, dass eine Scheidung auf Kinder eine starke Wirkung hat. Und trotzdem musste ich mir dann halt oft sagen, es ist halt auch nur eine Scheidung. Und die sind so privilegiert, denen geht's gut, die haben Geld für ein Kindermädchen und der Vater kauft sich immer mal ein neues Auto. Und dass das nicht glücklich macht, das ist gar keine Frage. Darum geht's ja. Und das ist auch
Klar, aber ich glaube, ich hätte es nicht so kurz nach Der Russe ist einer, der Birken liebt, lesen sollen, denn da ist eine Kindheit, die einen Krieg erlebt hat und wo man sich sagt, okay, das ist ein Problem. Und Theo, dem geht es halt gut, der hat eigentlich kein Problem. Und man wollte halt ganz oft sagen, reiß dich mal zusammen quasi. Außerdem ist natürlich die ganze Sache aus Sicht eines Erwachsenen nochmal irgendwie ein bisschen anders. Denn meiner Meinung nach wäre eine Scheidung für diese beiden Menschen und auch für die Familie auf lange Sicht das Beste, was denen passieren könnte. Es bringt halt überhaupt nichts, wenn zwei Menschen, die sich nicht mehr verstehen, zusammenbleiben und ständig miteinander streiten, auch vor ihren Kindern. Jetzt kann man natürlich auch so argumentieren, warum sind sie überhaupt zusammengekommen, warum haben sie zwei Kinder gekriegt, aber Theos Schwester ist auch etwas älter, also so 15, 18, und in 18 Jahren verändern sich Menschen nun mal. Man wollte halt eigentlich immer so sagen, Theo, lass mal gut sein, lass es die Erwachsenen regeln und hör auf, dich einzumischen. Also das war bei mir ganz, ganz oft der Fall. Und etwas, was auch im starken Kontrast zu Der Russe ist einer, der Birken liebt, steht, ist die Darstellung anderer Kulturen. Zum Beispiel Susu, das ist eben dieses Hausmädchen, spricht ein unglaublich klischeehaftes Ausländerdeutsch, was mir sehr, sehr oft die Nerven ging, was halt absolut übertrieben war. Zudem spricht sie dann mal über ihre Ansichten über das Jenseits und Theos Reaktion ist so, was ist mit der los? Die ist ja total komisch, die ist bestimmt eine Hexe, ich darf ihr jetzt nicht mehr in die Augen gucken, sondern verfüttert sie mich an die Haie. Genauso später im Buch kommt mal ein französischer Maler vor und dessen Sprache wird auch so wiedergegeben wie, ach, das ist sehr hübsch und das, Und noch schlimmer fand ich, glaube ich, die Darstellung eines Jungen in Theos Klasse, der chinesischer Herkunft ist, allerdings, ich glaube, in Italien geboren, hat zumindest italienische Eltern, also ist adoptiert worden. Und der wird halt vorgestellt mit, ja, die und die sind in meiner Klasse und dann gibt es auch noch unseren kleinen Chinesen. Ich mir dachte so, bitte nicht. Ja, also im Großen und Ganzen eine absolute Nicht-Empfehlung von mir. Es gibt eigentlich nichts, was mir daran gefallen hat. Ich weiß auch nicht, wem ich das empfehlen könnte, wer daran Spaß haben könnte. Für mich war es nichts. Dann folgte der letzte Little Black Classic, was ich noch habe, von Thomas Nash oder Nash, wo ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie man ihn eigentlich ausspricht, The Terrors of Night. Das ist definitiv ein Werk seiner Zeit. Es ist so ein bisschen ein Angriff auf die Dämonenlehre. Es ist viel von Visionen, Träumen und Naturgeistern die Rede. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich es gelesen habe. Hat mir aber auch nichts geben können. Also habe nichts angestrichen, habe mich auch ganz oft dabei erwischt, wie ich so ganze Seiten übersprungen habe. Mir dachte, oh, nee, Moment, was stand da jetzt drin? Habe ich überhaupt Lust, das noch nachzulesen? Ja, also es war so nett to know, aber mehr auch nicht. Danach las ich dann den Gedichtband Flimmern und die Bewertung ist etwas schwierig. Es gab einige gute Stellen. Jetzt muss ich aber halt sagen, dass ich für dieses kleine Heftchen, was nicht mal 50 Seiten lang ist, knapp 15 Euro bezahlen musste. Und selbstverständlich lässt sich halt der Wert von Kunst nicht genau in Euro wiedergeben, aber das hier ist schon ein interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu kommt halt auch noch, dass auf jeder Seite wirklich nicht sehr viel steht. Und immer dann, wenn ich mal eine gute Formulierung hatte, hatte ich das Gefühl, okay, dann war ich auch schon vorbei. Also es waren so zwei Sätze und dann ging es nicht weiter. Jetzt ist es halt auch so, dass das Ganze wirklich eher ein Gesamtkunstwerk ist. Also man soll, glaube ich, nicht nur ein Gedicht auf einer Seite lesen, sondern es gehört so alles zusammen. Das habe ich schon verstanden, aber für mich brach das dann trotzdem ganz, ganz oft ab. Ich gebe euch ein Beispiel. Wie oft du versuchst, dich herauszuschreiben, schreien, bis es still ist. Und dann hört es halt schon wieder auf. Das war alles, was mir gefiel. Und dann kommt was anderes auf der nächsten Seite. Und es konnte mich nicht so richtig packen. Ich war halt doch so auch von der Menge, was ich halt gekriegt habe, leicht enttäuscht. Also den Autoren will ich wirklich nicht schlecht machen. Er kann schreiben, es sind interessante Bilder dabei. Ich überlege aber halt, ob ich mir dann vielleicht doch mal ein Gedichtband ausleihe oder so. Dann, ja. War doch ein bisschen viel Geld für ein bisschen wenig drin. Und als letztes diesen Monat kam dann noch der zweite Teil der Southern Reach Trilogie, nämlich Authority. Ich habe jetzt aufgegeben, auf das schöne Hardcover zu warten, weil das einfach nicht mehr lieferbar war anscheinend, obwohl mir das so angezeigt wurde. Und habe mich jetzt für das Taschenbuch entschieden, was auch immer noch sehr, sehr schön ist. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, im ersten Teil folgen wir der 12. Expedition in die sogenannte Area X. Wobei halt alle vorhergehenden Expeditionen irgendwie entweder gar nicht oder krank oder verwirrt zurückkamen und das Ganze soll halt aufgeklärt werden, was in diesem Gebiet passiert. Hier im zweiten Teil wechseln wir die Perspektive vollkommen und wir folgen dem neuen Leiter
der sogenannten Southern Reach-Organisation, die eben immer dafür verantwortlich war, diese Expeditionen in die Area X zu schicken. Das heißt, hier erfahren wir halt wichtige Hintergrundinfos, die wir im ersten Teil absolut nicht hatten. Das geht auch relativ schnell los. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den Perspektivwechsel halt auf die Dauer des Buches mochte. Denn wir lernen halt alles nur so ein bisschen theoretisch von außen. Dieser Leiter der Organisation hat halt einen Bürojob, der liest halt verschiedene Akten und interviewt auch mal jemanden, aber wir erleben die Area X halt nicht mehr. Es wird immer so darüber geredet und dann beginnen zwar auch so ein paar mysteriöse Dinge zu geschehen, aber halt nicht mehr so direkt wie im ersten Teil. Zudem erfahren wir auch einiges so aus dem Alltag des Direktors, was ja eigentlich schön ist zur Charakterentwicklung. Ich muss aber zugeben, dass ich überhaupt keine Verbindung zu ihm hatte, während ich die Protagonistin im ersten Teil sehr, sehr interessant fand und auch immer so mitfieberte, wie es weitergeht mit ihr. Habe ich mir halt immer so gedacht, so, boah, an dem Menschen bin ich gar nicht so sehr interessiert. Ich möchte mehr über die Area X erfahren oder von mir aus auch noch über diese Southern Reach Organisation, aber eigentlich nur in Verbindung zur Area X. Also die Menschen, die da arbeiten, okay, aber eigentlich geht es halt um das Geheimnis dahinter für mich. Was ich ganz angenehm fand, ist, dass das Ganze halt immer kafkaesker wird. Es ist ein Unbehagen, was immer deutlicher zu spüren ist. Am Anfang denkt man sich noch so, ah, okay, ein bisschen was Komisches, aber das wird halt immer mehr. Man wird so in diesen Strudel hineingerissen. Das war ein ganz, ganz angenehmes Gefühl eigentlich. Also beim Lesen zumindest. In echt möchte ich das nicht erleben. Es gibt dann am Ende sogar so ein paar richtig so gruselige auch Jumpscares, also das ist jetzt keine Horrorgeschichte, aber achso, das muss ich auch noch erwähnen, der Teil hat definitiv dafür gesorgt, dass ich das Ganze jetzt nicht mehr als Science-Fiction bezeichnen würde, sondern definitiv eher als so Mystery, also dafür sind definitiv zu wenige wissenschaftliche Erklärungen drin. Und obwohl unser Protagonist eigentlich da ist, um eben das Rätsel zu lösen und Ordnung in die ganze Sache zu bringen, wird das halt zunehmend verworrener und das Ganze fühlt sich halt wirklich an so wie eine sehr, sehr gute Geschichte von Kafka, muss ich zugeben. Es war halt durch diesen Perspektivwechsel nicht das, was ich erwartet habe. Auch im Vergleich zum ersten Teil wurde sehr, sehr stark das Tempo rausgenommen, während man im ersten halt wirklich immer so denkt so, oh, was passiert? Wo gehen die jetzt hin? Was wirkt auf die ein? War das hier halt eher, na gut, Charakterstudie kann man auch nicht sagen, aber definitiv das Ganze eher so ein bisschen mit Abstand betrachtet. Und insofern nicht so, was ich mir erhofft hatte eigentlich. Aber ich glaube vor allem im Rückblick, wenn ich dann den dritten gelesen haben werde, wird mir das als guter Teil des großen Ganzen vorkommen. Also ich war etwas enttäuscht, aber nicht so sehr wie vom zweiten Teil der Matt Adam Trilogie, das Jahr der Flut. Und bin auch hier sehr, sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Und damit sind wir auch schon am Ende des Monats Mai angekommen. Es war ein recht abwechslungsreicher Monat. Wie immer bin ich sehr daran interessiert, falls ihr was zu sagen habt, falls ihr das auch gelesen habt oder falls ich euer Interesse an einem Buch geweckt habe. Und schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.